Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier immer noch auf der IFA 2017 in Berlin und habe hier ein ganz schickes neues Smartphone von LG, was einen regelrechten Hype ausgelöst hat. Und warum das der Fall ist und was ich davon halte, seht ihr heute. Erstmal ein großes Dankeschön an Mobilcom Debitel, die es mir ermöglicht haben, dieses Jahr auf der IFA zu sein. Und ein noch sehr viel größeres Dankeschön an LG, an die Verantwortlichen bei LG, dank denen ich dieses Smartphone wirklich mehrere Tage jetzt testen konnte. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich war einer der wenigen, der dieses Privileg hatte und es freut mich natürlich enorm. Also fangen wir an. Das hier ist das LG V30, der Nachfolger vom V20, aber es fühlt sich mehr an wie ein Nachfolger vom LG G6, weil das wichtigste Feature der V20-Serie fehlt und vom Design sich das Ganze an einem schöneren G6 orientiert. Ich meine, ich habe das G6 auch hier. Wir haben Glas auf der Rückseite, Glas auf der Vorderseite und vor allem vorne dieses riesige Display. Und das ist auch hier wieder der Fall. Nur noch schöner ist, die Geräte sind sich gar nicht so unterschiedlich in der Größe, doch hier ist ein 6 Zoll AMOLED-Display verbaut. Und das finde ich ist ein unglaublich gutes Display. Ich könnte gar nicht sagen, ob ich das jetzt besser finden soll als das im Galaxy S8 oder schlechter. Also sage ich einfach mal, sie sind beide gleich gut, sie sind beide enorm gut und das ist einfach eine richtig gute Nachricht, dass wir so große, so gute Displays in relativ kompakten Smartphones inzwischen bekommen. Es fühlt sich auch noch mal eine ganze Ecke hochwertiger als das G6 an, weil wir jetzt hier einen hochpolierten Rahmen haben. Es sieht mehr aus wie ein Galaxy S8 als ein LG-Handy, aber es ist gar nicht schlimm, denn das Galaxy S8 war ein sehr schönes Smartphone. Doch auf der Rückseite sind kleine Unterschiede, denn LG hat eine Dual-Kamera verbaut und die entscheiden sich hier nicht für irgendwie einen Zoom oder einen schwarz Weißmodus, sondern für eine super Weitwinkelkamera mit einer 1,9er Blende. Das ist schon ziemlich cool, aber richtig cool ist, dass die normale Kamera eine 1,6er Blende hat. Das ist das offenblendigste Smartphone, was es jemals gab, sorgt für helle Bilder, auch im Dunkeln. Und das kann ich bestätigen, die Bilder sehen richtig gut aus. Ihr seht hier ein paar Aufnahmen, doch Vorsicht, das hier ist definitiv noch kein fertiges Smartphone. Es soll erst im November rauskommen, das ist komplett Vorserie. Also selbst wenn es jetzt gut aussieht, könnte es gut sein, dass es nachher noch sehr viel besser aussieht. Ganz besonders Acht gegeben wurde hier auch auf Videomaker. Es gibt ein Log-Videoprofil. Ich nehme jetzt gerade auch in einem Log-Videoprofil meine Videos auf. Das geht jetzt auch mit einem Smartphone. Ist eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Und das Ganze wird auch von einem starken Prozessor angetrieben. Hier steckt der Snapdragon 835 drin mit 4 GB RAM. Nicht 6 GB RAM oder so, aber 4 GB RAM erschien mir im ersten Eindruck auf jeden Fall genug. Was uns hier aber alle am meisten begeistert hat, ist, wie viele Checkboxen dieses Smartphone erfüllt. Es ist wasserfest, es hat Wireless Charging, USB-C, einen großen guten Akku. Es hat dieses große Display in einem relativ kleinen Gehäuse, kann man schon so sagen, auch wenn es natürlich nicht das kleinste Smartphone ist. Wenn ich wirklich etwas kritisieren müsste, wäre es unten der Lautsprecher. Der klingt nicht super gut, aber das Problem haben fast alle Smartphones leider mit ein paar schönen Ausnahmen. Dann haben wir hier bei der Frontkamera nur eine F2-Blende und 5 Megapixel und die sieht echt nicht so gut aus. Und wir haben hier zu guter Letzt noch ein Release im November. Das dauert noch ewig. Und davor kommt halt noch das iPhone 8 raus, das Pixel 2 und viele andere Handys. Und das Pixel 2 erwähne ich hier nicht ohne Grund. Denn die Gerüchte besagen, dass LG das Pixel 2 bauen wird und dass es ein 6 Zoll Display haben soll. Also dieses 6 Zoll Display. Und das würde mich ja sowas von freuen. Ich mag dieses Smartphone total, aber ein Pixel Smartphone würde ich noch viel mehr mögen wegen der Software. An einer Zugstrecke Videos aufnehmen. Kluge Idee, Kilian. Außerdem ist da noch der Preis, den LG gewählt hat. 900 Euro sind, wenn man den Markt betrachtet, vollkommen angemessen für dieses Smartphone, weil es eben sehr nah an der Perfektion ist. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sind 900 Euro immer zu viel für ein Smartphone. Und ich finde, dass es nie wirklich in Relation zu dem steht, was man nachher bekommt. Die gute Nachricht ist, bei LG war immer ein ziemlich starker Preisverfall. Dieses Handy kam für 750 Euro auf den Markt und kostet jetzt noch 400. Vielleicht wird das hier wieder so sein, auch wenn die V-Serie, glaube ich, ein bisschen preisstabiler ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt heute was dazugelernt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.